Einmal rein. Huch, huch. Na toll, dass wir nicht mal eine nette Begrüßung habt. Habt ihr mich direkt mal von innen gesehen, ne? Ja, wir sind dann halt, ja, wir haben ja letzte Folge ein bisschen noch am Rathaus gemacht. Und heute, denke ich mal, wir haben, meine Güte, mein Hinterkopf ist echt uninteressant, oder? Ja, heute, denke ich mal, werden wir hier so ein bisschen weitermachen, dass wir die finale Höhe kriegen. Und dann, ja, was das? Dann auch schon für den Tag. Und ein Thema habe ich auch. Aber das alles nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBSS mit mir, der lieben Melli. Und heute habe ich. Oh, ich gehe mal in die andere Perspektive, das ist für mich einfacher. Ja, und heute werden wir weiter daran bauen. Ich glaube, die Ziegelsteine hatte ich rausgenommen. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch hier. Nein, ich wollte nicht beides drücken. Oder habe ich die hier reingetan? Ja, da habe ich sie. So, dann gucken wir mal. Da muss ich ja nicht wirklich was machen. So, eins, zwei, drei. Hier und zack. Ja, so ganz wird es nichts, aber wir kriegen auf jeden Fall zumindest einiges zusammen. Und dann noch so und so und so. Oh, das. Ja, ist ja eigentlich eine stolze Menge, ne? So, jetzt kriege ich erstmal den da runter. Und ja, wir hatten hier eine Zweier. Wir haben ja gesagt, da hatten wir im Moment zwei, drei, vier, fünf. So, das müsste eigentlich dann hinhauen, ne? Wenn ich jetzt noch zwei drauf tue. Nee, wir tun nur zwei drauf. Und dann haben wir es. So. So, einmal hier lang. Ja, wir brauchen ja eh noch für die andere Seite. Da müssen wir ja auch noch haben. Also von daher ist alles gut. Können wir alles hin. So. Also mir gefällt ja die Steinkombination zwischen Stein-Ziegel und Ziegel-Stein. Da muss ich ja echt mal gestehen. So, och. Ja, okay, jetzt fehlt natürlich noch die ganze Deko da dran und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, ja, also vom Stil her gefällt es mir. Könnt mir ja auch mal sagen, ob euch das so gefällt, vom Farbstil her und von der Art und Weise. Ja, ist richtig. Meine Güte. Wie schnell man sich doch hier vertut, ne? So. Hier machen wir so einen kleinen Hof hin, dann hauen wir, ziehen wir hier so eine kleine Mauer hoch. So, was habe ich gesagt? Bei den ersten habe ich zwei genommen, ne? Zwei, drei und dann zweimal vier. Okay. Denke ich hin. So. Ja, also hier in den Wohnungen selber möchte ich wahrscheinlich Holzboden. Hallo? Ja, geht doch. Setzen. So einen altmodischen. Und ich weiß auch schon, wie ich das teilweise mache, weil ich habe da was gesehen, was mir sehr gefallen hat. Und diesen Baustil möchte ich dann doch gerne übernehmen. So, jetzt kommen drei Stück, ne? Und von daher schauen wir uns mal an, wie das dann hinterher aussieht. Ich kann mich natürlich nicht an diesen Sachen hier orientieren für die Höhe der einzelnen Etagen. Aber so, jetzt noch eine Reihe. Das nicht so ganz, aber egal. Nur noch vier Stück. So, und das war es dann auch schon wieder. So, wir haben hier das normale Anbesieht. Habe ich dann Treppenstufen dabei? Natürlich habe ich keine dabei. Ja, also den Eingang werden wir aus Diorit machen mit der Schüssel. Schüssel. Mit der Schüssel. Also diesen hier. Den werden wir da setzen. Da habe ich auf jeden Fall unten schon genug. So, ja gut. Wenn du, nee, also jetzt das Dach machen finde ich doof. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf Holzjagd, weil ich habe ja noch eine Axt hier drin. Und den Holzboden möchte ich dann doch gerne. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ihr seht hier so richtig bescheiden scheiße aus. Sollen wir den. Komm, wir machen hier mal helles Eichenholz. Wisst ihr das? Ach, Eichenholz, Birke. Ja, nehme ich jetzt. Obwohl, wartet mal.
Die müssen ja eigentlich auch weg, aber ich möchte gerne hinten eigentlich weiter abbauen. Nein, in die Richtung muss ich. Von daher fliegen wir da jetzt mal eben ein bisschen auf Speed hin. Ja, und nächste Folge werden wir uns auch endlich mal um diese dumme Brücke hier kümmern, weil, wie gesagt, mir gefällt sie immer noch nicht und ich bin froh, wenn sie weg ist. Von daher, ja, sie machen, wir werden die auf jeden Fall nicht so schief lassen. Da habe ich bezüglich ja auch noch nichts von euch gehört. Uppala. So. Beziehungsweise doch, unser lieber Flo hatte mir was gesagt, er findet sie toll, aber ich persönlich, nee. Die werden wir abändern und gerade ziehen und schauen, dass die dann anders wird. So, und ich sehe gerade, hier liegen, stehen Pflanzen rum. Die nehmen wir nämlich auch mal direkt mit. Ja, das war jetzt sehr lustig. Die nehmen wir direkt mal auf mit. Weil die gefallen mir und die werden. Habt ihr das jetzt gesehen? Das sah jetzt so lustig aus. Meine Güte. So. So, die kleinen brauchen wir auch. Was haben wir denn hier? Ich habe mich hier noch nicht so. Oh la la. Oh la la. Ja, das würde sich für eine. Lohnt sich das denn? Geht das hier noch weiter rein? Aber das ist Dolid, ne? Ja, das ist also keine Höhle, aber wir haben ja ordentlich Stuff drin. So, huch, komme ich denn jetzt hier raus? Hallo? So, ich will hier raus. Danke. Hallo? Jetzt aber. Jetzt aber. So, die nehmen wir auch noch mit. Die mag ich. So. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal alles mit, was hier ist, weil die müssen alle eh weichen. Also von daher. Und wir eh Holz brauchen. Ist jetzt komisch, immer mit dem doppelten Klicker, ne? Himmel und Jauzen. So, ich hoffe, dass mir jetzt mein Schnittprogramm nicht gleich wieder dazwischen funkt, weil ich bin da wieder was am Rendern. Und er ist jetzt bei den Highlights dran. Ja, mein Programm ist ein echt cooles Teil, sondern. Das zieht mir direkt die Highlights raus, wo ich ja sagen muss, es ist schon sehr praktisch. Vor allen Dingen, weil da kommen wir jetzt mal auf unser Thema von heute. Funny Moments. Wie entstand die Idee? Na, war eigentlich, wie die entstand, kann ich euch sagen. Die war sehr spontan. Sehr spontan. Ich meine, davor hatte ich schon immer wieder mal Lust, irgendein Video zu machen, aber ich wusste nie was. Ja, und dann kam der gute Vincent und hat mir praktisch die Idee praktisch in die Hände geliefert und dann haben wir angefangen, seine lustigsten Szenen daraus zu schneiden und haben das so ein bisschen untermalt und ich muss sagen, es macht riesen Spaß, diese zu schneiden und auch zu Dings, weil man hat immer irgendwas zu lachen und seine Versprecher und naja, er lässt ja alles schön drinne und von daher, das macht ihn halt aus, ne? Jeder Mensch verspricht sich mal. Ich habe ja auch hier schon meine ein oder anderen Versprecher gehabt. Daher, da kann sich keiner vornehmen. Nein. Aber und so sympathisch macht das einen, ne? Finde ich. So, jetzt einmal hier runter. Ja, und dadurch, dass mir das Programm halt die Highlights direkt rauszieht, ist das natürlich auch sehr praktisch. Dann kann ich diese Highlights nutzen und ein komplettes Video daraus. Es sind zwar immer nur so 60 Sekunden, aber für so kurze Shorts sind das eigentlich echt coole Sachen. Und es, sag mal so, es erleichtert mir so ein bisschen die Arbeit, ne? So. Wunderbar. Obwohl ja eigentlich ein dunkleres Holz bei alten Häusern besser ist, ne? Als helles Holz. Helles Holz kam erst später dazu, ne? Früher waren ja meistens so Fichte oder Eiche überwiegend im Fokus. Ah, ich glaube, das machen wir auch. Ich mache zwar hier die Birken auch ab, aber benutzen, weil in Fachwerkhäusern sind ja auch alles dunkel. Ja, schauen wir mal, ne? Und ja, um
um Thema zurückzukommen. Ich nutze das auch teilweise, um mein Schnitzwerk ein klein wenig, sagen wir mal, zu üben. Ich weiß, es ist nicht perfekt. Teilweise bin ich auch froh, wenn da mal irgendwas klappt. Also ich muss ja sagen, bei dem letzten Funny Moments, glaube 8 war das, da hat er irgendwie irgendwas geredet von Amerika und ich hatte da ein paar Sachen rausgeschnibbelt, aber der Verlauf war dann praktisch so, als wenn es einen sinnigen Satz ergibt und ich fand das echt cool. Aber ja, ich komme immer mit meinem Aber, ne? Das ist so eine doofe Sache. Da gibt es nämlich kein Aber. Ja, dennoch nutze ich das halt, um zu üben und ich bin natürlich über jede Schnitttechnik, die man mir beibringen kann, natürlich sehr dankbar. Wie man, wenn man noch heute besser machen kann, natürlich auch. Ja, das ist, ich übe einfach nur. Wenn ich irgendwann mal richtig gut bin, dann kommt was, vielleicht mal was Vernünftiges bei rum. Vielleicht mache ich auch mal richtige Filme. Wie viel haben wir denn jetzt? Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, ich würde sagen, für den Boden reicht es jetzt erstmal. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich. Ich habe mir jetzt nur was Rotes im Augenwinkel gesehen. Ja, dann könnten wir eigentlich halt in die Richtung. Mal hier unten schon mal. Also hier vorne an werde ich mit Stein ziegeln. Obwohl, ich wollte ja hier auch noch so random so Steinchen immer wieder rausholen. Weil ich das ein bisschen zu einheitlich finde. So. Deswegen mag ich das auch gut. Ah, jetzt weiß ich, wofür ich dieses Holz haben wollte. Diese Birke. Unten fürs Lager. Dafür ist das eigentlich sehr gut geeignet. So, jetzt machen wir das nämlich so. Dann könnt ihr sehen, was ich damit meine. So random mal irgendwo was reinpatschen. Weil damit es nicht immer so einheitlich aussieht. So. Und dann könnten wir eigentlich ja einfach hier mal alles weg. Ernsthaft? Ist die jetzt wirklich kaputt gegangen? Wow. Das ist, ich habe es noch nicht mal klatschen gehört. Das ist, auch gut. So. Dann machen wir hier mal Ziegel Dingen. Ups, das war nicht geplant. Moment. Ja, doch, war richtig. Die Bruchsteine brauche ich ja im Moment nicht. So. Obwohl, ich hatte ja unten noch Treppen, ne? Ja. Da habe ich in der Kiste welche. Ja, wenn nicht, man kann sich ja immer welche machen. Aber ich meine, ich hätte irgendwo welche gehabt. Kann auch sein, dass ich die unten ins ME-System versehentlich geschmissen habe. Und dann. So, jetzt nehmen wir uns mal hier so ein paar raus. Und dann machen wir immer so random welche auch so hier rein. Ich finde das doch sonst so einheitlich. Meine Güte. So. Oder wollte ich nicht anders den Boden machen? Doch, ne? Ja, ich würde sagen, warte mal. Oh, meine Güte. Das ist doch sehr hoch. Himmel. Ja, wir nehmen das hier. So, jetzt nehmen wir das mal da wieder rein. Oder warte mal, wir nehmen das direkt mit nach unten, die ganzen Pflanzen auch. Ne, die Pflanzen brauche ich ja hier. So, die wollte ich hier hin tun, die wollte ich hier hin tun. Und die brauche ich auch. So. Oh, nochmal ganz viele Äpfel. Dann müssen wir die auch noch hier. Die sind für den Keller. Und dann gehen wir einmal. Ich habe hier was vergessen.
So, erledigt. So. Dann holen wir uns mal von unten Dorit und dann machen wir doch den Boden mit Dorit. Ich glaube, das hilft sich am besten ab, ne? So, warte. Das ist Dorit. So. Das kommt dann da rein. So, und dann die ganze Erde. Die brauchen wir ja so erstmal auch nicht. Aber ich könnte gleich erstmal nach diesen. Was sind die Bottiche? Das ist kariert. Gebrannter Ton. Ist da irgendwas bei? Nein. Ja, die hat einen ganz speziellen Namen. Muss ich gleich mal gucken. Ah, Rotorit war mal dran, ne? So. Ja, das dürfte ja eigentlich erstmal reichen. So, die tun wir jetzt mal in meinen Rucksack. Die meinte ich. Falls wir da noch mehr finden. So, guck mal. Also holztechnisch sind wir auch gut ausgestattet. Nehmen wir mit runter. Ja genau, die können wir auch direkt hier lassen. So. Dann muss ich dich nach unten, dich kann ich wieder hoch. Und dann einmal in die Schüssel. Und dann, ja doch, einen Stack wahrscheinlich brauchen. Ja, der war das. Und mit dabei. Dabei wissen wir auch, dass es die waren. Hervorragend. So. Ja, ich bin da ins Speed zu hoch. Weil diesmal kriege ich das Loch nicht gepackt. So. Wunderbar. Wunderbärchen. Na, wie gesagt, hier gehen wir auch nochmal einmal hoch. Ein, zweimal, denke ich mal, werden wir hier auch hoch müssen. So. Dann mal wieder ins Ort des Geschehens. Ich sehe gerade, ich werde unmöglich. Und dann können wir nach unten, das sieht, hier auch abbauen. Und dann zum Teufel ist das denn jedes Mal, dass ich da hin will? Da denken wir lieber anderweitig brauche. Nämlich für unseren Rathaus. Dann machen wir lieber hier überall Dorit hin und wird das auch verwendet. So. Ja, naja, jetzt wenn ich gleich runterfalle, ist das nicht so schlimm. Das ist. So. Jetzt habe ich das. Diese Spitzhacke, das hier noch eben alles abbaut, bevor sie kaputt geht. Weil das wäre doof, wenn die jetzt kaputt geht. Also, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr gerne bei den Funny Moments vorbeigucken. Den Link findet ihr einmal in der Infobox und einmal werde ich ihn zum Ende hin mitverlinken. Und ja, ich freue mich immer, wenn jemand zuguckt. Natürlich dürft ihr. Hä? Ja, okay. Ist er. Was ist das denn jetzt? Warum hat er das denn? Ich will dich gar nicht. Ich will dich. Aber ich finde, der Boden passt hier ganz gut rein, oder? Na, gucken wir uns ja gleich mal von oben an. Und dann wissen wir, wie er ist. So. Jetzt noch das hier Stück für Stück. Und ich meine, man vergisst, wenn man am Bauen ist, vergisst man so schnell die Zeit. Also ich finde das echt richtig, ne? Nein. So, jetzt bitte halt durch. So, das heißt nochmal in die da rein. Mehr wie 40 Stück, das ist echt heftig. Okay. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt reicht. Na? Ja, doch, das reicht. Ah, Gott sei Dank. So. Aber das ist auch schon groß genug für eine Wohnung, ne? Vielleicht gehen wir auch von da hinten runter in den Keller. Das wäre auch eine Idee, dass wir hier mehrere Wohnungen machen. Okay, schon erledigt. Ja, gut. Jetzt haben wir noch 11 Stück, aber der passt sehr gut da rein. Hebt sich gut ab. Und dann, ja. Hier machen wir das. Könnte man eigentlich auch so einen Querbalken hinstellen machen, ne? Warte mal, gucken, wie das aussieht.
Und ist ja eh der Dachboden. Ernsthaft? Ja, gut, dass ich im weiß, dass ich hier oben noch welche habe, ne? Wo kommst du da hin? So. Ja, können wir machen, ne? Kann man machen. Und ich sehe gerade, habe ich jetzt echt die Tür 3 hoch gemacht? Ja, habe ich. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Schiebezeilensteine mehr. Aber das ruckelt hier ganz schön gewaltig. Ich gehe mal davon aus, dass das auch teilweise mein Aufnahmeprogramm ist. Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich einen sehr guten Fortschritt gemacht, wie ihr seht. Die Wand ist jetzt hier hochgezogen. Wir haben da Boden gebaut. Da haben wir teilweise den Stück schon mal Wand hochgezogen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir bald dieses Haus fertig kriegen. Ja. Und natürlich, wie ihr gesehen habt, schaffen wir wahrscheinlich 3 Wohnungen hier drin. Und jetzt seid ihr gefragt, wer hat Lust, seinen Namen an irgendeiner Schelle, also hier werden Schilder unten an die Tür gesetzt, ja, darf gerne einziehen. Es gibt 3 Etagen, Erdgeschoss, 1. Etage und 2. Etage. Schreibt mir dabei, in welcher Etage ihr wohnen würdet und wie ihr eure Einrichtung gerne haben möchtet. Es wird natürlich dann individuell an euch angepasst, aber bis dahin habe ich es, glaube ich, dann auch fast fertig. Oder beziehungsweise, nee, werde ich wahrscheinlich nicht haben. Aber wenn es fertig ist, könnt ihr euch ja schon mal Gedanken machen, ob ihr denn gerne hier einziehen möchtet oder lieber woanders. Ja, und ja, die Stadt hat immer noch keinen Namen. Wenn ihr endlich Ideen hättet, dann wäre es toll. Den Boden, ja, wir müssen definitiv den Boden so ein bisschen mit diesem Ziegeloptik da reinhauen. In die Mitte kommt dann noch der Brunnen und ja, sobald wir dann wissen, wie wir den Marktplatz nennen, könnt ihr euch für eine Wohnung bewerben und dann kriegt ihr euer eigenes Schild mit eurem, ja, was mit eurem Namen. Also da könnt ihr euch auch aussuchen, welchen Namen ihr da drauf haben wollt. Und dann seid ihr hier drin verewigt. Also die Wohnung nimmt euch dann keiner mehr. Und irgendwann sollten wir das doch mal öffentlich machen, was bis jetzt noch nicht geplant ist und auch nicht in meinem Kopf ist. Aber vielleicht dürft ihr dann auch mal eure Wohnung besichtigen. Also in dem Fall sage ich dann einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal. Denkt daran, bewerbt euch für eine Wohnung. Und bis dann. Ciao, ciao. Come and fly away with me. Come and fly away with me.